sich und ihre Familie aus dieser Schale Reis mit diesen Stäbchen zu füttern. Ja. Das ist ja noch nicht die Schwierigkeit, aber jetzt kommt sie. Sie haben nur 20 Sekunden, also nur knappe Zeit. Wenn Sie wollen, kann ich je nach Bedarf noch ein bisschen würzen. Wollen Sie ein bisschen Zimt oder ein bisschen Zucker? Nein, um Gottes Willen, das wollen wir natürlich. Nein, nein, Sie müssen nur 20 Sekunden jedem Familienmitglied etwas geben. Und Sie fangen an. Und muss ich mit dem Tablett dann zu denen oder kommen die zu mir? Wie Sie wollen. Ich meine, Sie können da vielleicht drüber reichen zu Regina. Kommen Sie und ansonsten laufen Sie schnell mit dem Schälchen hier rum. Und jetzt, also, los geht's. Nummer 1, Reis, das Abendessen. Nummer 2, endlich die Familie. Und jetzt, ja, also die Zeit ist frei. Das dürfen Sie, dürfen wir auch wieder. Dankeschön, schmeckt's? Ja, es geht. Aber es hat geworden, ist nicht zu kalt. Oh. Weiter geht's, Fiona. 13 Blau. 13 Blau. Eine Frage an die Oma. Ein Schweizer Schriftsteller erhielt letzte Woche den alljährlich vergebenen Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Er ist bei uns bekannt durch Werke wie Der Verdacht, Der Besuch der alten Dame und Die Physiker. Wer ist gemeint? Schriftsteller aus der Schweiz. Schriftsteller Schweiz. Da kenne ich nur einen Däniken. Nein. Es ist, schade, Friedrich Dürrenmatt. Oh. 23 Blau. 23 Blau. Jetzt aber. Unser liebenswerter ehemaliger Bundespräsident Heinrich Lübke würde heute seinen 92. Geburtstag feiern. Er war von 1959 bis 1969 im Amt. Wie oft darf denn eigentlich ein deutscher Bundespräsident gewählt werden? Dreimal. Das ist leider nicht richtig. Er darf nur zweimal gewählt werden, sonst müsste die Verfassung geändert werden. Das gibt's gar nicht. Ist die Spielzeit schon zu Ende? Das raste ja nur. Punktestand 5-1. Erstmal herzlichen Dank der Familie Ross. Die zweiten Sieger. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja? Wir haben hier etwas... Ein Walkman für dich, dann eine Kamera, all das, was ihr euch gewünscht habt. Dankeschön fürs Mitspielen. Und jetzt herzlichen Glückwunsch. Unsere Sieger, da sind sie. 6.000 Mark haben sie gewonnen. Und jetzt kommt's drauf an. Nehmt ihr die mit nach Hause und sagt, ja, 6.000 Mark, die stecken wir jetzt ein. Oder setzt ihr sie nächstes Mal aufs Spiel und sagt, dann haben wir vielleicht das Auto. Wir wollen den Audi. Gut, dann musst du bitte einen neuen... Was heißt hier? Oh. Also komm. Das sind all die Familien, die Zuschauer. So, meinst du, die Freundin hat angerufen und hier die Familie ist so gut, gell? Also wir probieren es trotzdem jetzt mal dort anzurufen. Also... Wäre schön, wenn wir jetzt jemanden erreichen, dann wissen wir nämlich gleich, wer beim nächsten Mal dabei ist. Na, Regina? So, mal gucken, wer sich jetzt meldet. Also, es geht schon mal durch, der Ruf. Ja, es klingelt. Mal gucken. Maja Dörner? Hier ist das ZDF, Birgit Lechtermann. Grüß dich, Maja. Maja, wie alt bist du? Ich bin 12. Oh, sag mal, bist du beim nächsten Mal dabei? Ja. Mit deiner Familie? Ja. Wer kommt da mit? Mein Papa und mein Opa. Und die wissen das schon? Nein. Die wissen das noch nicht? Nein. Also, aber die schleifst du mit, gell? Das ist sicher. Ja. Und wo wohnt ihr? In Herten. Also, wir hier alle freuen uns in jedem Fall auf euch, okay? Ja. Gut, mach's gut, Maja. Und nachher rufen wir nochmal an und dann klären wir ganz genau, wie ihr herkommt und so. Aber musst schon den Opa noch überreden und den Papi, ja? Sag denen mal, wir freuen uns alle auf die. Ja. Gut, tschüss, Maja. Tschüss. Tschüss. Prima, dass es geklappt hat. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei unseren beiden Familien. Ihr seid nicht traurig, gell? Es hat Spaß gemacht. Jetzt kriegen beide Familien auch echt nochmal einen Applaus. Ihr wart heute richtig stark. Tier,
das hat dir ganz schön Glück gebracht. Ne? Das hast du aber auch immer, das hast du immer ganz schön festgehalten. Zeig's nochmal, das ist das Glück dir. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in alter Frische in 14 Tagen wieder. Und ich freue mich auf Sie. Tschüss. Schlagzeilen. Der Friedensnobelpreis 1986 geht an den in